Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video, da wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob der Vermögensaufbau nach den ersten 100.000 Euro tatsächlich einfacher wird und welche Gründe dahinter stecken. Ein zentraler Punkt ist, dass das Kapital gut skalierbar ist. Lass uns das an einem Beispiel festmachen. Wenn du 100 Euro mit 10% jährlich anlegst, erzielst du im ersten Jahr gerade mal 10 Euro Rendite. Das ist nicht gerade viel und hat normalerweise keinen großen Einfluss auf dein Leben. Wenn du jedoch 100.000 Euro zu denselben Konditionen anlegst, sind das schon 10.000 Euro Ertrag im Jahr. Das macht sich im Alltag deutlich bemerkbar, besonders wenn du überlegst, wie du diesen Betrag für weitere Investitionen nutzen kannst. Das zeigt, dass mehr Kapital auch mehr Potenzial für Erträge mit sich bringt. Man braucht Geld, um Geld zu machen. Und genau deshalb werden die Reichen immer reicher. Sie verfügen über größere Beträge, die investiert werden können und profitieren somit im vollen Umfang vom Zinseszinseffekt. Während kleine Beträge nur langsame Fortschritte bringen, können größere Kapitalanlagen exponentiell wachsen. So nutzen Wohlhabende die Kraft des Kapitals, um ihr Vermögen weiter zu steigern, was den Abstand zwischen Arm und Reich im Laufe der Zeit vergrößert. Und deshalb ist das Thema finanzielle Eigenverantwortung in jungen Jahren von großer Bedeutung. Der Zinseszinseffekt ist der entscheidende Faktor beim Investieren. Albert Einstein nannte ihn sogar das achte Weltwunder. Wenn dein Geld nicht nur einen festen Betrag, sondern prozentual wächst, sagen wir zum Beispiel 7%, dann führt es zu einem exponentiellen Wachstum. Jedes Jahr bekommst du Zinsen auf dein ursprüngliches Kapital und auch auf die Zinsen, die du im Vorjahr verdient hast. Diese exponentielle Wachstumsdynamik ist für viele schwer zu begreifen, weil wir sie im Alltag kaum erleben. Und eine gute Metapher dafür ist ein Schneeball, der beim Herunterrollen eines Berges immer größer wird. Schauen wir uns ein konkretes Beispiel an. Du startest mit 100.000 Euro und sparst jährlich 10.000 Euro, angelegt mit einer Rendite von 7%. Im Schnitt machen der MSCI World oder der Fuji All World ETF 6-8% Rendite. Gehen wir deshalb in der Rechnung von 7% aus. Nach meinen Berechnungen dauert es dann 7,44 Jahre, die ersten 100.000 Euro zu erreichen. Da sind wir jetzt hier am ersten Balken, hier in diesem Balkendiagramm. Du benötigst 7,44 Jahre, um die ersten 100.000 Euro zu verdienen. Um von 100.000 auf 200.000 zu kommen, brauchst du dann nur noch 4,92 Jahre. Und der Sprung von 200.000 auf 300.000 dauert dann nur noch 3,69 Jahre. Und so geht es immer schneller weiter und wie du am Diagramm schön siehst, in immer kürzeren Abschnitten, bis du dann auf die 1 Million kommst. Das zeigt, wie der Zinseszinseffekt und die Skalierbarkeit des Kapitals zusammenwirken. Sobald du eine gewisse Kapitalbasis erreicht hast, arbeitet dein Geld für dich und irgendwann übersteigen die Erträge die regelmäßigen Sparbeiträge. Das können wir auch hier an diesem Beispiel sehr schön sehen, warum du mit ETFs besser fährst als die größten Hedgefonds. Stell dir vor, du stehst vor der Wahl. Du könntest dein Geld in einen riesigen Hedgefonds wie Bridgewater investieren, wo 2000 brillante Köpfe Tag und Nacht daran arbeiten, die besten Entscheidungen zu treffen. Doch was, wenn ich dir sage, dass diese Experten oft nicht besser abschneiden als ein einfacher ETF-Sparplan? Bridgewater hat eine Rendite von durchschnittlich der letzten Jahre von 4% erzielt, während der Markt mit einem Indexfonds wie dem S&P 500 im Durchschnitt bei satten 18% liegt. Das sind fast fünfmal so viel. Und das ist noch nicht alles. Diese Top-Analysten verwenden Milliarden für Forschung und Tools und trotzdem fällt es ihnen schwer, den Markt zu schlagen. Hier ist der entscheidende Punkt. Für die meisten von uns, die vielleicht nicht die Zeit oder das Wissen haben, um den Markt zu analysieren, ist die Investition in Indexfonds der einfachste und effektivste Weg. Denk daran, dass Einfachheit hier der Schlüssel ist. Du musst nicht ständig raten, sondern kannst einfach mit dem Markt mitwachsen. Halte langfristig einen breit gestreuten ETF und lass die Aufregung des Marktes für dich arbeiten. Wie anfangs erwähnt, finanzielle Eigenverantwortung ist hier das Stichwort. Je früher du anfängst, desto schneller kommst du ans Ziel. Und hier habe ich für dich 4 Vorteile aufbereitet. Erstens Rendite. Historisch gesehen haben breite Aktienindizes wie der MSCI World oder der Fuji All World eine durchschnittliche Rendite von etwa 7-8% pro Jahr erzielt. Das kann auf lange Sicht zu einem erheblich höheren Vermögenszuwachs führen. Flexibilität. ETFs bieten mehr Flexibilität.
Du kannst jederzeit Anteile kaufen oder verkaufen und hast du schnellen Zugang zu deinem Geld. Kosten: ETFs haben in der Regel niedrigere Gebühren, insbesondere wenn man sie über kostengünstige Broker handelt. Die Gesamtkostenquote liegt oft unter 0,5%. Inflation: Aktienanlagen haben das Potenzial, die Inflation langfristig zu übertreffen, was bedeutet, dass dein Kapital auch in realen Werten wächst. Jetzt stellt sich die Frage, MSCI World oder den FTSE All World besparen. Und ich habe hier einfach mal einen Vergleich gemacht, indem ich hier den FTSE All World mit dem MSCI World übereinander gelegt habe. Wir können sehen, dass diese ETFs seit der Auflage, und wir haben hier ein Auflagedatum beim FTSE All World, 23. Juli 2019, und hier habe ich das auch bei TradingView eingestellt, also das Auflagedatum des FTSE All World mit dem MSCI World, und wir können sehen, dass die Rendite sehr ähnlich ist. MSCI World 10% mehr, FTSE All World 79% seit Auflagedatum. Und den MSCI World, den gibt es schon länger, seit dem 25. September 2009, und er hat hier dann schon satte 477% gemacht. Und das entspricht 13,06% Jahresrendite. Also wie du siehst, bringt das Thema ETF-Sparplan, ETF-Sparen wirklich sehr viel, wenn man das Ganze langfristig macht. Und hier kommt dann wieder das Thema Zinseszinseffekt zu tragen, wie sich dann eben das Ganze skaliert und das Geld dann sich immer in kürzeren Abschnitten vermehrt. Du hast in der Folie zuvor gesehen, die ETFs, die haben an sich eine Rendite, die sehr nah beieinander liegt. Was sind die Unterschiede? Der FTSE All World, der ist in 25 Industrieländern und 24 Schwellenländern investiert und bildet insgesamt 3.669 Aktien ab. Der MSCI World, der hat insgesamt 1.400 Aktien unter seinem Dach. Ich persönlich bin in den FTSE World investiert, denn ich sage immer, breit gestreut, nie bereut. Auf dieser Folie, da habe ich für dich jetzt die Weltkarte aufbereitet, wo wir sehen können, in welchen Teilen diese ETFs investiert sind. Und im Vergleich zum MSCI World ist eben der FTSE All World beispielsweise auch in Saudi-Arabien, Indien oder Südafrika investiert. Und wenn wir uns beispielsweise dann hier Indien anschauen, da empfehle ich dir den Great Power Index 2024 von Ray Dalio. Und da können wir eben sehen, dass in den nächsten 10 Jahren Indien ein Wachstum von 6,3% jährlich hat. Also hier ist auch dann der FTSE All World in Unternehmen investiert oder in Ländern investiert, wo auch eben ein großes Wachstum prognostiziert wird. Sehr interessant, empfehle ich dir anzuschauen. Ich verlinke es dir unten in der Videobeschreibung. Ich will dir noch zeigen, wie man das in TradingView vergleichen kann. Dazu suchen wir erstmal unseren ETF, das wäre der VWCE. Klicken wir einmal drauf, dann wird er aufgerufen. Dann einmal auf das Plus-Symbol. Symbol hinzufügen oder vergleichen. Und dann suchen wir eben den MSCI World, das wäre dieses Kürzel. Und dann haben wir schon den Chartverlauf hier drüber gelegt und können dann eben schauen, wie diese performt haben. Standardmäßig ist Year-to-Date ausgewählt, wenn wir auf alle gehen und da hier der Vergleichsindex eben der FTSE All World ist und das Auflagedatum 2019 war, wird auch ab hier gemessen und dann können wir schauen, wie viel Rendite diese ETFs gemacht haben. Damit sind wir am Ende unseres Themas zur langfristigen Geldanlage in Aktien angelangt. Ich habe alle Punkte angesprochen, die ich für wichtig halte. Feedback und Anmerkungen sind herzlich willkommen. Hinterlasst sie einfach in den Kommentaren. Falls du noch mehr über dieses Thema erfahren möchtest, empfehle ich dir mein erstes Video mit dem Titel „Das einzige Video, das du über Finanzen schauen solltest“. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne meinen Kanal und lass ein Like da. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.